Frau Bundeskanzlerin, Herr Vizekanzler, Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, erlauben Sie, dass ich hier die Begrüßung schon abschließe. Vielleicht mit einer Ausnahme, lieber Heinz, mein Vorgänger als Bundespräsident. Gerade in diesem Jahr freut es mich besonders, dass ich zu Ihnen sprechen darf, jetzt am Verfassungstag, denn unsere Bundesverfassung spielte ja in der zweiten Hälfte des Mai dieses Jahres und im Juni eine Hauptrolle. Sie werden mich nicht missverstehen, wenn ich diesen Theaterjargon jetzt hier verwende. Ja. Aber es gab noch andere bemerkenswerte Momente in diesen Ereignissen seit dem 17. Mai. So ist es natürlich nicht alltäglich, dass die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs binnen weniger Stunden, wie lange hat das wirklich gedauert? Vielleicht eine Nacht, binnen weniger Stunden vom Richterstuhl hier am VfGH zur Bundeskanzlerin wird. Und liebe Frau Bundeskanzlerin Bierlein, ich möchte Ihnen auch an dieser Stelle hier an Ihrer ehemaligen Wirkungsstätte wirklich herzlich danken für Ihre hervorragende Amtsführung, Sie stellvertretend für die gesamte Bundesregierung. Und ich möchte auch hier nicht meine Freude und Genugtuung verhehlen, dass es erstmals in der Geschichte der Republik eine Frau ist, die das Amt des Bundeskanzlers, wie sagen das, das Gendern, ist ja ein Problem. Ich erinnere mich dunkel an ein Porträt in einem Printmedium, ich glaube die Presse war es, ein Porträt von Ihnen, der überschrieben war mit stets die Erste. Mal sehen, was die Zukunft noch bringt. Alles Gute jedenfalls. Meine Damen und Herren, es war relativ rasch klar, dass diese dramatischen Tage im Mai und Juni dieses Jahres verfassungsrechtlich ohne Beispiel in der Zweiten Republik sind. Ludwig Adamowitsch hat mich allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass das zwar für die Zweite Republik gilt, aber in den Anfängen der Ersten Republik hat es durchaus ähnliche Vorgänge, Vorfälle gegeben. Also ich habe jetzt was dazugelernt. Im Frühjahr des Jahres 1920 bestand eine Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten und Christlichsozialen. Eine Koalitionsregierung, die offenbar auf sehr wackeligen Beinen stand. Das führte am 11. Juni 1920 zum Rücktritt von Staatskanzler Karl Renner und seinem Kabinett. Und die vorläufige Verfassung von 1919 schien für einen solchen Fall einen Lösungsweg vorzusehen. Es stellte sich aber in den folgenden Wochen heraus, dass auf der Basis des damals geltenden Verfassungsrechts, Verfassungsgesetzes, es unmöglich war, ein neues Kabinett zu bilden. Ein sogenannter Gesamtvorschlag des Hauptausschusses kam nicht zustande. Ein Gesamtvorschlag, der nach dem damals geltenden Verfassungsrecht die Voraussetzung für die Wahl der Staatsregierung durch die konstituierende Nationalversammlung gebildet hat. Man erließ daher, also ein Kunststück finde ich, ein originelles, man erließ daher ein eigenes im Verfassungsrang stehendes Gesetz, das die Wahl eines Kabinetts ermöglichte. Auf den Gesamtvorschlag des Hauptausschusses wurde verzichtet. Es ist deswegen auch interessant, weil die Lage heuer im Mai und Juni sich vollkommen anders darstellte. Auch diesmal hatten wir keine Staatskrise, aber immerhin eine politische Krise, das kann man schon so nennen, von beträchtlichem Ausmaß. Die Ursache lag aber nicht in unzureichenden Regeln der Bundesverfassung, sondern in politischen Differenzen im Gefolge des verstörenden Ibiza-Videos. Es gab eine ganze Reihe von Dingen, die zum ersten Mal, jedenfalls in der Zweiten Republik, dann vorgekommen sind. Ich habe es mal nachgezählt, ich bin auf 8 oder 10 gekommen, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen. Jedenfalls zum ersten Mal hat in der Zweiten Republik, zum ersten Mal hat ein Bundeskanzler ein Mitglied der Bundesregierung zur Entlassung vorgeschlagen, nicht zur Enthebung, sondern zur Entlassung.
Und nie zuvor hat es in der Zweiten Republik ein erfolgreiches Misstrauensvotum nicht gegen einzelne Minister, sondern sogar gegen die gesamte Bundesregierung gegeben. All das war im Mai 2019 heuer der Fall. Wir betraten also politisches Neuland. Aber sehr zum Unterschied von der Lage im Frühjahr 1920 hat die heute geltende Bundesverfassung die Lösung der Probleme ermöglicht, ohne interpretatorische Kunststücke, ohne neue Gesetze, geschweige denn Verfassungsgesetze, notwendig zu machen, allein aufgrund des klaren Wortlauts des BVG. Das war die Bundesverfassung war für mich wie eine Landkarte, die den Weg zur Lösung der Regierungskrise vorgezeichnet hatte. Und ich als juristischer Laie, nebenbei gesagt, wie Sie ja wissen, bin immer noch beeindruckt davon, dass die Verfassungsväter seinerzeit offenbar die unterschiedlichsten Problemstellungen, denen sich die Republik und der Bundespräsident gegenüberstehen könnte, dass sie die unterschiedlichsten Probleme sich durchgedacht haben und dafür einen Lösungsweg überlegt haben. Vielleicht auch aufgrund der Erfahrungen von 1920 ist das so gewesen. Und in den Mai- und Junitagen dieses Jahres habe ich damals, wie Sie schon mit Recht zitiert haben, Herr Vizepräsident, von der Eleganz und Schönheit der Verfassung gesprochen, zugegeben ein sehr poetischer und mit Sicherheit kein juristischer Ausdruck. Aber jedenfalls, was diese Probleme betrifft und diese Krise betrifft, stehe ich dazu, dass es elegant und schön ist, was da drinnen steht, ohne Schnörkel, wie Sie mit Recht festgehalten haben, sondern in aller glasklar sozusagen. Nun, wie geht es weiter? Am vergangenen Sonntag haben wir die Nationalratswahlen gehabt, mit teilweise durchaus überraschendem Ausgang. Wie geht es weiter? Am Donnerstag, also übermorgen, wird es das amtliche Wahlergebnis, das endgültige amtliche Wahlergebnis geben, nach Auszählung aller Wahlkarten. Es wird vermutlich keine großen Überraschungen bringen, aber vielleicht für die einzelnen Fraktionen kann es sein, dass das eine oder andere Mandat sozusagen in dem Regionalwahlkreis statt dem anderen zugeordnet werden wird. Also für die Fraktionen ist es durchaus von Bedeutung. Und meine Aufgabe ist es nun unter anderem, die Regierungsverhandlungen auf den Weg zu bringen. Wir haben schon, oder sage ich, Plural ist nicht der Pluralis Majestatis, ich habe Kontakt mit den einzelnen Spitzenvertreterinnen und Vertretern aufgenommen und diese Woche werden auch die entsprechenden persönlichen Gespräche folgen. Und nach diesen Gesprächen, vorausgesetzt am Wahlergebnis ändert sich nichts Wesentliches und davon gehe ich aus, nach diesen Gesprächen werde ich dem Usus entsprechend die stimmenstärkste Partei vertreten, repräsentiert durch Sebastian Kurz, mit der Regierungsbildung beauftragen. Die Situation jetzt ist im Grunde genommen so, wie sie nach Wahlkämpfen immer ist. Man streitet sich, der Wahlkampf ist mehr oder weniger hart. Aber am Tag danach oder spätestens am Dienstag nach dem Wahlsonntag muss man sich wieder zusammensetzen, an einem Tisch sitzen können und miteinander reden können darüber, wie die nächste Bundesregierung ausschauen soll, schlussendlich wird. Und dieser Vertrauensaufbau, der jetzt wieder stattfinden muss nach dem Ibiza-Skandal und seinen Folgen, das gilt ganz grundsätzlich, unabhängig davon, welche Regierungskoalition am Ende des Tages herauskommen wird. Und ich sage allen meinen Gesprächspartnern eigentlich etwas Triviales. Wie baut man Vertrauen auf? Und man geht aufeinander zu, man hört einander zu und man versucht zu verstehen, wie der andere tickt, warum er oder sie anders tickt als man selber. Zum Beispiel im Hinblick auf die Wähler und Wählerinnen, die man vertritt. Also hoffen wir, dass das alles
nach den schönen und eleganten Regeln unserer Bundesverfassung so abläuft. Wie haben Sie gesagt, Herr Vizepräsident, konstitutionelle Ästhetik? Also wenn es einen Wettbewerb für konstitutionelle Ästhetik gibt, dann hätten wir gute Chancen, hier einen Preis zu gewinnen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, für meine nicht juristischen Ausführungen. Dankeschön. Applaus